Hallo Leute. Hallo. Hallo. Frohe Weihnachten. Warte mal kurz. Lola. 1, 2, 3. Frohe Weihnachten. Juhu, Wahnsinn. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, ja, ja. Es ist endlich Weihnachten. Jawohl, dieser Advent war der beste aller Zeiten. Ich hatte so viel Spaß. Es war toll. Ich habe so viel gelernt, Leute. Ja, ich auch. Ich auch. Hey, glaubt ihr, dass wir uns an alles erinnern können, worüber wir an den letzten Sonntagen gesprochen haben? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, wir könnten es vielleicht versuchen. Tolle Idee. Kommt schon, lasst uns versuchen. Okay, okay, okay. Ich fange an. Zuerst sprachen wir Okay, Jay, du fängst an. Ich? Okay, also gut. Also, ich erinnere mich, ganz am Anfang haben wir eigentlich über... Inkarnation. Danke, Jay. Ich erinnere mich. Wir haben zuerst über die Inkarnation gesprochen. Richtig? Oh ja, das ist richtig, Murphy. Ich glaube, das bedeutet, das Wort wurde Fleisch, richtig? Ja, genau. Menschwerdung. Daran erinnere ich mich. Richtig. Und tatsächlich ist die Menschwerdung der Grund, warum wir alle die anderen Dinge haben, die wir im Advent gelernt haben. Oh ja, okay. Was haben wir beim nächsten Mal gelernt? Warte, es gab einen Sonntag, an dem Jay wirklich traurig war. Worum ging es da? Ich kann mich nicht erinnern. Warte, ich glaube, ich weiß, Hoffnung, es ging um Hoffnung. Wir können wegen der Inkarnation Hoffnung haben. Das ist richtig. Und da war dieser Prophet im Alten Testament, der sagte, wie war das? Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. Ja, ja, Jesaja, das war Jesaja. Gut gemacht, Alter. Und was passierte dann am dritten Sonntag? Warte, ich glaube, da war was mit mir und Lola. Ja, Sisi, ich erinnere mich an etwas über ein Flüchtlingskind. Das ist richtig. Wir haben über Frieden gelernt. Wir haben echten Frieden wegen der Inkarnation. Daran erinnere ich mich gut. Denn ich habe meinen Flüchtlingsfreund davon erzählt. Das stimmt. High five. Okay, also... Der erste Advent war Hoffnung. Der zweite Advent war Frieden. Was dann? Gab es dann nicht einen Sonntag, an dem Jay und Lola sich gestritten haben? Was? Das gibt's doch nicht. Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Ganz bestimmt nicht, nö. Warte, war das der Sonntag mit Baby Paul? Paulus, meinst du? Ja, das stimmt. Wir haben über Liebe gesprochen. Du warst wütend auf deinen Bruder, Jay. Oh ja, ich habe gelernt, dass wir echte Liebe haben können, wegen der Inkarnation. Ja, wenn Jesus so viel für uns aus Liebe getan hat und wenn wir die gleiche Einstellung wie Jesus haben, dann können wir auch wie Jesus lieben. Echte Liebe, cool. Okay, okay, also Hoffnung, Frieden... Liebe und dann... Pizza. Was? Was? Pizza? Nein, ich meine Pizza, Urlaub, Schokolade, Eis und so weiter. All die Dinge, die mich glücklich machen. Oh ja, das war doch letzten Sonntag, oder? Wir haben über echte Freude gesprochen. Genau, wir haben aus Lukas 2 gelesen, wo die Engel den Hirten erschienen und sagten, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ich erinnere mich. Und es ist echte Freude, denn sie ist für alle da. Und sie stärkt uns in dieser sündigen Welt. Und sie währt ewig. Echte Freude, juhu! Moment, am welchen Sonntag hat Lola eine Bibel an den Kopf bekommen? Das war lustig.
Nee, oder Jay? Also, ich habe versucht, die ganze Weihnachtsschokolade in ihrem Kopf durch Inkarnation zu ersetzen. Danke, Murphy. Sehr lustig. Hey Leute, aber was machen wir jetzt? Was meinst du, Murphy? Ich meine, was sollen wir jetzt damit tun? Wir haben all diese tollen Dinge gelernt, die wir jetzt durch die Inkarnation haben. Was machen wir damit jetzt? Was denkst du, Lola? Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Hey Sisi, was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Hey Jay, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht. Hey Murphy, was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Hey, ich habe euch zuerst gefragt. Also, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Murphy, mein Freund. Ich habe das Gefühl, wir haben alle so viel gelernt, weißt du. Ich denke, ich muss jetzt etwas ändern. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich mein Leben einfach so weiterleben kann wie bisher. Das ist wahr. Ich denke, das Wissen um die Inkarnation ändert alles. Ich wünschte, es gäbe jemanden, den wir fragen könnten, was wir tun sollen. Ja, vielleicht jemanden, der die Inkarnation selbst gesehen hat. Warte mal kurz. Das war's. Hey, erinnert ihr euch an Simeon aus dem Neuen Testament? Nö, wer ist das denn? Ah, ich weiß. War das nicht dieser eine Typ, der auf den Messias wartete? Genau, der Heilige Geist offenbarte ihm, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hat. Also mit anderen Worten... Den fleischgewordenen Gott, Jesus. Oh, meine Güte, das stimmt. Und er hat die Inkarnation tatsächlich gesehen, weil er Jesus tatsächlich gesehen hat. Den Messias, richtig? Genau. Und was hat er getan? Was hat er getan, Murphy? Ich hab's vergessen. Was? Warte, lass uns in Lukas 2 nachsehen. Warte mal, wo ist meine Bibel? Pass auf, Lola, er wirft dich wieder ab. Hey. Also, hier in Lukas 2 steht. Aha, alles klar. Cool, Wahnsinn. Okay. Murphy. Oh. Entschuldigung. Also, hier steht, dass das Erste, was Simeon tat, war, er nimmt Jesus in seine Arme und seht euch das an. Er betet Gott an. Oh. Jawohl. Und außerdem steht da in Lukas 2, dass er die Wahrheit über Jesus verkündet. Ah. Cool, oder? Das ist echt cool, Bruder. Es scheint, dass dieser Simeon wirklich an die Verheißung Gottes geglaubt hat. Leute, ich glaube, wir wissen jetzt auch, was wir tun sollten. Genau, jetzt, wo wir euch eine Inkarnation vorstellen, jetzt, wo wir auch die Inkarnation verstehen, dass Gott zum Wort wurde, sollten wir auch Gott anbeten. Und die Wahrheit über Jesus weitersagen. Und wirklich an die Verheißung Gottes glauben. Wie Simeon. Oh ja, das war's. Wir haben es geschafft. Seht ihr? Und dieses Mal musste ich niemandem eine Bibel an den Kopf werfen. Wartet, da ist noch eine letzte Sache, die wir tun müssen. Wir können doch nicht gehen oder gemeinsam unser Johannes 1,14 Lied zu singen, oder? Sollen wir? Alle zusammen. Johannes 1,14. Das müssen wir verstehen, Johannes 1,14. Das müssen wir verstehen, alle. Johannes 1,14. Das müssen wir verstehen, das ist passiert an Weihnachten. Inkarnation. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Das Wort wurde Mensch. Und lebte unter uns. Das ist passiert an Weihnachten. Inkarnation.
Okay, ciao. Bye. Tschüssi.